Die Landwirtschaftsinitiativen sind Ausdruck von einem schlechten Führungsstil. Im Management wird unterschieden zwischen Boss und Leader. Boss, das ist alte Schule, autoritär, militärisch. Der Chef befiehlt, der Chef hat immer recht. Die Angestellten müssen folgen. Wenn es nicht funktioniert, werden sie kritisiert, ins Enkel gestellt. Das Moderne ist der Leader. Führung von vorn, einer, der vorausgeht, einer, der aus dem Team ein gemeinsames Wir macht, der mit Kooperation, mit Partizipation die Angestellten ernst nimmt und miteinander zum Erfolg führen wird. Autoritäre Führung ist dort angebracht, wo es um eine akute Krisensituation geht. Das ist in der Feuerwehr der Fall, das ist im Militär der Fall. Die kann man nicht miteinander verhandeln, muss einen bestimmen, umsetzen, fertig Marsch. Also müssen wir fragen, haben wir bei der Biodiversität eine so eine akute Krise? Wenn man so Schlagzeilen sieht, wie Artensterben, Biodiversitätskrise, müssen wir vermuten, das ist so. Und um das genauer zu sehen, habe ich einmal die rote Liste, also offizielle Zahlen vom Bundesamt für Umwelt vorgenommen und geschaut, wie viele Arten sind effektiv ausgestorben in den letzten 100 Jahren in der Schweiz. Bei den Säugetieren ist es eine Art, der Braunbär, der als ausgestorben gilt. Wir haben noch weitere 56 Arten, also ein Vielfaches, das in der Schweiz leben dort. Bei den Reptilien ist es keine Art. Bei den Amphibien ist es eine. Libellen sind es zwei. Bei den Tagfaltern sind es null. Das ist doch noch beachtlich. Es ist null von immerhin 192 Tagfalterarten. Es ist mir bewusst, da reden wir nur mal vom Aussterben, dass wir dann Bestandeseinbrüche oder Veränderungen hatten. Das ist klar. Da müssen wir dann noch mal weiter ins Detail gehen. Aber das zeigt schon mal, wir sind sicher nicht da, dass wir ein akutes Artensterben hätten in der Schweiz, wo wir in einer Hauruckübung müssten reagieren. Ich habe bewusst Vögel noch auf der Seite gelassen. Wir haben auch 7 Vogelarten, die nicht mehr brüten, die wir noch mal hatten. In den letzten 100 Jahren sind allerdings 29 neue Brutvögel dazugekommen. Und wir haben jetzt ziemlich genau 200 Brutvogelarten in der Schweiz. Ein weiteres Argument, das man oft ins Feld führt, um zu zeigen, wie schlecht es der Natur in der Schweiz geht, sind die roten Listen. Dort sind auch die Arten drauf, wo ihr Überleben in der Schweiz gefährdet, also infrage gestellt ist. Da gibt es allerdings zwei Gründe, dass eine Art dort drauf kommt. Zum einen kann das tatsächlich eine starke Abnahme vom Bestand sein. Aber der andere Grund ist ein kleines, stark fragmentiertes Vorkommen. Und ein kleines, stark fragmentiertes Vorkommen, das ist ja genau das Bild von der Schweiz. Sehr vielfältig, sehr viele verschiedene Lebensräume auf kleinen Raum. Und die kleinen, stark fragmentierten Vorkommen, die machen 52% von diesen roten Listen Arten aus. Das heisst, rein naturräumlich geben die ein schlechteres Bild, als es unseren Arten wirklich geht. Wie gesagt, mit dem will ich nichts schönreden, wenn ich behaupte, wir haben kein Problem, wir haben keinen Handlungsbedarf. Aber für mich ist ganz klar, wir haben nicht eine akute Krisensituation, die ein autoritäres Vorgehen würde rechtfertigen. Das heisst, zwei solche Initiativen, die mit der Peitsche regieren wollen, was gemacht werden muss, die sind komplett fehl in der Landschaft. Und die Entwicklung, die Verbesserungen, die Naturschutz mit Landwirtschaft gemeinsam die letzten 30 Jahre angefangen hat umzusetzen, die müssen wir weiterführen. Und dass man diese Zusammenarbeit nicht auseinanderreissen tut,
Für das müssen wir die zwei Landwirtschaftsinitiativen ablehnen.